Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 mit Psycho Dad. Hallo. Mit Viraxo LP. Hi, ich bin hier oben. Und jetzt hoffe ich, dass wir das endlich schaffen, euch den Bunker zu zeigen, Freunde. Juhu. So, lasst uns rein eintreten. Ja. Reintreten, lasst uns reintreten. Zack und Schaden. Der Whitespring Bunker. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ja. Alles klar. Oh, das Licht flickt. Das Licht flimmert hier. Es flimmert und flackt. Ich hab durch deine Augen gesehen. Das war kein schöner Anblick. Du hast schon wieder. Steig mal. Du sag mal ganz ohne Quatsch. Steig mal nochmal aus der Rüstung raus. Oder ich zeig dir das mal, damit du es mir auch glaubst. Jetzt nicht mehr, zu spät. Du hast immer einen Teeträger, jetzt kannst du wieder einsteigen, genau, jetzt wieder gut. Ich habe da keinen Teeträger zwischen den Beinen, das kannst du vergessen, das glaube ich dir nicht. Hast du überhaupt auf und deinen Hammer rein? Alter Falter. So. Jetzt steigt der Rehm. Habe ich den erst in du bist in Nebenrüstung eingestiegen. Ja, stimmt. Versuch das mal deiner Frau zu erklären. So. Martin? Bist du noch auf Weg? Ja, ich bin in der Pimmelwagen. Ja, ich warte. Ja, tut mir leid. Aber es geht echt schneller als früher, ist nicht das? Echt jetzt? Ja, ich hab schon das Gefühl, es ist schneller. Ja, es geht schneller. Geht schneller, ne? Ja. Muss ja bald, ich weiß auch nicht, wann es liegt. Da ist er. Alles klar, jetzt kann losgehen. Alles klar. So, bitteschön. Yeah. Thank you so much. Alter vor. Alter vor Schönheit, ja klar. Bam, Alter, so cool. Erstmal hier gucken, ob es dir was gibt. Das ist aber ordentlich. Das ist der Haupteingang hier für Fahrzeuge. Was sind denn hier dauernd? Ach, ist das der Hammer? Ja, Leute. Ey! Oh, ich will das erleben hier oben. Wir können nachher alles draußen untersuchen. Okay. Wartet. Ich drück ihn. Ja, drück ihn. Ich hab ihn gedrückt. Okay. Yeah! Oh, geil! Oh, dir geht aber schnell auf. Hat er noch gut geschmiert. Oh, ist er der Hammer, ey. Ist das geil, Alter. Deswegen sag ich ja, kannst ausziehen, die Rüstung kann ich ausziehen jetzt hier. Ich gehe hier so durch. Ah, geil. Das sind alles Freunde, alles Kumpels hier von mir. Nee, die sind alle friedlich. Ja? Ich bin Alter, Alter. Egal, die kann ich überladen. Oh, endlich mal so ein... Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Richtig geil, richtig geil. Ja? Wow. Ja, geil, ne? Sehr geil, ja, sehr geil. Das meine ich. Cool. Ist ja der Hammer, ey. Endlich mal so einen vernünftigen Vault, ey. Oh ja. Wow. Lange nicht. Yeah. Oh, ist das cool, ey. Huiuiui. Ist der Hammer, ist der klasse, ey. Ja, wow. Mann. Schön. Oh ja, was ist das? Elevators? Ah, geil. Intake? Cool. Elevator. Aber ein bisschen verschwommen hier. Admissions, ja, so ein Textur bisschen. Textur etwas verschwommen hier. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll, hier, wa? Fusionszellen. Ja, ja. Fuzzi-Zellen? Ja, sehr schön. Warte mal, wie viel habe ich denn mittlerweile für dich gesammelt? Eine Babyflasche habe ich gefunden. Also Kinder muss es ja auch geben. Wie schrecklich. Kinderroboter. Ich hab 35. Hast du Interesse? Was? Wen? Was? 35 Fusionszellen? Interesse? Hab ich noch Fusionszellen? Oh, ja, klar. Ja, cool, gib ich. Und ich lasse dir mal 11 Rotpatronen nachfallen. Ah, super, dann. Immer gut. Die gehen auch weg wie warme Semmel. Da. Ah, da. Davon. Hinter dir. Da, hinter dir. Das war deine Tür. Boah, wie das komisch spawnt, ne? Ja. Mittlerweile so völlig bescheuert. Nein, das Afrikaner. Oh. Alter Falter, was kann ich wohl zuerst hingehen sollst? Geh mal zuerst. Oh, cool. Ich möchte dekontaminiert werden, bitte. Die Fotokabine befindet sich am anderen Ende des Raumes. Ach, fotografieren müssen wir uns hier auch noch. Oh! Oh. Werkstatt. Cool. Oh, geil. Hier sitzt also der Administrator. Wow. Und das ist der Admin? Willkommen das ist der Anlage.
Mehr nicht? Mehr sagt er nicht? Oh, verdammt. Da bin ich auch ganz rot drüber. Der hat einen ganz, ganz schlimmen Jargon drauf. Eine Cryo-Zelle. Na, die brauche ich nicht. Aber ist schon kernig. Den Sack habe ich schon. Ja? Ja, ja, klar. Help! Oh, das sieht mal kernig aus hier. Alter. Die Flagge, ich will die Flagge haben. Was? Die Flagge will ich haben. Wo seid ihr denn schon wieder? Ach, du, da. Hier, ich bin noch bei dir. Ah, ich kann mein Bild machen mit der Flagge. Hey. Wo denn? Wo bist du denn? Da hinten, genau, das habe ich gesucht. Ich kann Bilder machen. Du musst dein Gesicht aber richtig reinhalten, der meckert es mit dir. Hab ich. Ging schnell. Okay. Sieht gut aus. Jetzt kannst du die ja aus der Ausgabe holen. Ne? Die macht die nichts. Weil die hat ja, glaube ich, auch nichts gemacht. Nee. Ich will nicht machen. Schade. Das. Nee, das gibt nicht. Also, da hat nur mein Arm. Das hätte ich erst gemacht. Ja. Oh, haben wir hier oben schon alles untersucht? Ah, ich glaube. Bestimmt nicht. Dann lass uns mal hier oben noch weiter rumgucken hier. Ah, Arme hin. Da hinten? Ja, doch, Agenten, nee, du kannst jetzt hier nur durchgehen. Was? Hab ich auch. Hier bekommt man eine Agentenrüstung. Ja, genau. Gerade. Ah, hab ich schon geholt. Ja, okay. Super. Okay. Elevator. Die Agenten-Superrüstung, die fetzt aber. Aber ist schwer auch. Ja. Karl, Leitung. Agenten-Superrüstung. Okay. Unterrüstung, dann kaufen. So, hier, ja, jetzt müssen wir hier runtergehen. Ja, ja, anders kannst du nicht machen. Ich werde gleich. Oh, ist das geil. Ist der Hammer, ey. Ja, ja. Müssen wir die anziehen, um hier aufzunehmen? Muss man die, genau, wollte ich auch fragen. Muss man die anziehen, um überhaupt reinzukommen? Das kann sein, ja. Achso, okay, sicher. Ich meine, die Zwangsjacke. Die sieht doch gut aus. Geht ja noch. Ach, das geht ja noch. Was? Ach. Das geht ja noch. Das ist ja durchaus. In Ordnung. Die kann man ja zusätzlich noch unterziehen. Ja. Das ist cool. Aber trotzdem darf ich nicht durch. Ich gucke. Stell doch mal daneben. So. Was? Wo ich da stehe. Da. Hm? Unter der Flagge. Stell dich mal. Ja. Ja. Und Martin. Ja, bitte. Stell dich auch mal bitte mit daneben. Mach ich. Ich will mal ein Foto machen jetzt. Mach ich. Wenn es geht hier. Warte. Ja. Hat geklappt! Alles klar. Super. So, sag jetzt nicht, dass man schon wieder nicht reinkommt hier. Da kommt man nicht rein. Was? Guck mal, wenn man versucht durchzugehen, macht. Dann fehlt dir noch. Dann müsst ihr die. Bekommt man einen ordentlichen Schlag. Dann müsst ihr die anziehen. Ja. Nee, ich hab's ja schon an. Ich hab die auch an. Ich seh die zwar nicht. Ach doch, du hast sie an. Martin hat sie an, ja. Ja, ja. Es ist eine Unterrüstung. Ja, ich weiß. Ja, dann fehlt noch irgendwas. Okay. Hm. Was soll da noch fehlen? Weiß ich nicht, sonst wird's ja durchkommen. Lass ihn durch! Aua! Ne, dann lass uns mal da hinten, ist ja auch noch so ein Weg, vielleicht kommst du da durch. Okay. Lass mich, Arzt, ich bin gut. Und zwar. Hier ist ein abgenutztes Klemmbrett, mehr ist hier nicht. Achso. Warum ist das nur rot? Ich muss ja wieder was futtern. Ich habe nicht Hunger bekommen. Also im Spiel. Ja, geht. Ach, schade. Kommt die hier durch? Wait. Hab ich da gehört? Kommen wir durch, ja, ja. Also ich komme jetzt. Ich hab gar nichts gesehen. Und hier muss ich hin, was das? Jo. Das haut hin. Gut, dann lass uns hier lang gehen. Dann war das alles gut. Dann lass uns hier lang gehen. Okay. Genau, hier müsst ihr nämlich noch was machen. Ich setze mich hier so lange hin und guck mir das an, wie ihr das beide macht, wie ihr es macht. Okay. Ja, mit seinem Grubenhelm, das ist auch geil. Oh. Das Ding hast du auch nie ausgezogen. Ne? Ich habe meine Wolldeck-Uniform auch nie gewechselt. Ja, gewaschen habe ich sie schon mal.
Ich habe mittlerweile so viel Kleidung, ich würde die ständig wechseln, aber... Aber es macht Spaß, die Kleidung zu sammeln, finde ich. Klar, auch das macht Spaß. Ja, das ist cool. Also hier war ich tatsächlich auch noch nicht drin. Okay, ich habe es aktiviert, ich glaube, das läuft jetzt hier durch. Ja. Ja. Wenn ihr da hinten durchs Gitter durchkommt, ist die Welt in Ordnung, das dauert aber. Ach, schade, komm ich nicht. Was? Nee, mach mal nicht. Nee, ja, gib mir nicht, gib mir nicht. Okay. Das ist Panzerglas. So. Oder Falloutglas. Falloutglas. Seid ihr mit durch? Nee. Nee, der labert immer noch. Alles klar, ja, dauert noch. Ich leg mich so lange hier auf die Couch, warte, bis ihr fertig seid. Oh ja. Oh, ist das cool, ehrlich, das ist der Hammer. Ja. Wirklich wahr. Respekt. Respekt. Diese Walls, die fetzen, finde ich. Ja. Die haben was. Die sind sehr geil gemacht. Feier ich. Welches Vault war das jetzt? Heftig. Die Raxe ist schon teilweise mit dem Körper durch. Ja, wie der das macht. Respekt. Mit was? Durch das Glas. Du musst mal gucken. Okay. Wenn du die Raxen nach vorne guckst, dann ist er praktisch zum Teil durch das Glas schon hindurch. Okay. Das sieht geil aus. Sieht heftig aus. Läuft das immer noch? Ihr kommt hier noch nicht durch, ne? Nee, das läuft immer noch. Aber jetzt geht's. Ja. Jo. Ja. Ah, hier geht's weiter, okay. Und hier gibt es den Lama weiter. Jo, ja. Nee, jetzt sind Handstände. Ah! Bing-Bong! Genau. Zuckerbomben hinzugefügt. Ah, ist ja geil. Okay. Bei mir ist alles rot, aber logisch. Ja, bei mir auch. Ich hab das schon. Ah, hier. Nee, geht gar nicht. Nee, ich kann schon. Ah, ja, hier geht alles. Okay, ich hab alles. Oh, hier liegen die Leichen rum. Okay, hier gibt es einen weiteren. Die Schnapsleichen. Oh. Hier sieht das wieder aus wie in dem Hotel, ne? Ja. In dem Resort. Hier will ich rein. Hier bin ich bis jetzt auch noch nicht reingekommen. Ah, cool. Ah, geil. Ja. Da musst du irgendwelche Fragen beantworten. Das hatten wir doch schon mal in der. Diesen Wissenstests hier. Ja. Wache, ne? Ja, weiß ich nicht. Auf der Feuerwehrwache hatten wir so einen Wissenstest. Komm ich hier durch? Hier komme ich nämlich auch nicht durch. Feuerwehrmann zu werden. Da hinten bin ich auch noch nicht durchgekommen bis jetzt. Das müssen wir jetzt hier, haben wir jetzt hier. Ja. Ein Befragungsterminal. Ja, schon mal. Ich lese mal vor, also wir können das ja alle mal machen. Pass auf, geht los. Ist nicht verfügbar, bitte fordern Sie am nächsten Systemterminal was an hier. Befragungsterminal? So, ich mach. Befragung starten. So, hier. So, welchen Beruf hatten Sie vor Ihrem Einzug? Informations, wo wart ihr denn? Ja, komm, ich mach mal, keine Ahnung, Wissenschaftler A. Ich hab. Bitte fordern Sie nächstes Systemterminal Unterstützung an. Das wird so als sein, dies hier sein. Ja, der 18. Da, wo der Punkt drauf ist. Wer war der 18. Präsident der Vereinigten Staaten? Ja, nee, ist klar. Wo ist der Punkt drauf? Das hier, vor dem ich stehe hier. Das ist auch ein Befragungsterminal, ja. Das sind alles Befragungsterminal. Ja, ich kann hier nichts machen. Ich glaube, ich bin hier aber schon so weiter und müsste jetzt, glaube ich, hier so ein anderes Ding nehmen. Welche Gabel befindet sich auf einem Chrom? Wir freuen uns schon auf Ihre Rückkehr. Salatgabel, Hühnergabel, was wir verloren haben. So, mit der Bitte schon, von welchen der folgenden Denker können Sie sich am meisten identifizieren? Ah, ja. Was hast du denn genommen? Ich habe Wissenschaftler genommen und Arzt. Ich habe das erste genommen. Ja, ich hoffe. Dass ich jetzt nicht mehr weiß, was das war. Ich glaube, so, jetzt, was ist das für ein Ort? Ach, du Scheiße. Salatgabel, Dinnergabel, Aussicht. Ey, Leute, kennt ihr euch an mit dieser Etikette? Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Welche Gabel sind die auf einem förmlich gedeckten Tisch? Auf der rechten. Wie kann ich jetzt gehen? Fischgabel, Austerngabel, Wienergabel, Salatgabel. Ich glaube die Salatgabel, oder? Ich habe keine Ahnung.
Warte mal. Das habe ich hab nicht auch alles noch nicht gemacht hier. Ist auf der rechten Platzseite. Das muss ich jetzt machen. Beachten Sie bitte, bevor Sie den Bunker betreten, müssen Sie alle notwendigen Schritte. Sprechen Sie mit einem beliebigen Modus-Terminal im Gästeorientierungscenter. Tatsächlich mal von meinen Eltern, als ich Gästeorientierungscenter. Welche genau? So ein Buch geschenkt bekommen, wie man sich benimmt in verschiedenen Restaurants. Sie bekommen doch wohl nicht etwa. Ich glaube nicht zu erinnern, dass man dieser Laden gab. Wir hoffen schon seit einiger Zeit darauf, diese Daten zurück zu gewinnen. Okay. Ja, ja. Also wir müssen doch irgendwie in so einem Gästebefragungsdings rein. Ja, komm, ich nehme jetzt Salatgabel. Ich will jetzt gleich wieder. Okay. Welcher General war verantwortlich dafür, Anchorage, Alaska im Januar 2077 von der chinesischen Armee? 2077, ja, dann müssen wir wissen, an wen in der Schule, Leute, ne? 2077? Ja, ist ja verdammt. So, wo ist hier denn so ein Gästebefragung? Keine Ahnung, solche Fragen sind ja auch der Hammer. Was ist denn da? Keine Ahnung. Alter, keine Ahnung. Wo ist hier ein Gästebefragungs-Dingsbums, hier Center, Orientierungscenter? Nicht, dass ich das da unten auch nochmal machen muss. Okay, Bitte fordern Sie am nächsten Systemterminal Unterstützung an. Ja, soweit war ich auch schon. Deswegen. Okay, ja, das ist ja das. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ja, okay. Weil ich stehe jetzt hier oben auch. Ich war jetzt hier durch. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Da hatten wir die Zeit nicht gehabt. Okay. So, und deswegen. Nee, also das geht nicht. Irgendwie so ein Gästeorientierungscenter müssen wir jetzt suchen hier. Also ich sehe hier auf jeden Fall einen Punkt. Aber hier geht es nicht weiter. Das ist nee. Scheiße. Gut. Das ist es nicht. Auf jeden Fall ein Missionspunkt, aber da geht es nicht weiter. Das ist komisch. Ja, keine Ahnung. Vielleicht nach oben? Oben habe ich schon mal geguckt, aber warte mal, was steht hier drauf? Das kannst du auch nicht lesen, das ist so verschwommen hier. Ja, ist komisch, ne? Gästeorientierungs, aber hier kann es ja nicht sein. Hier war, bei euch geht hier auch nichts mehr, ne? Nee, hier ist auch gar keine Mission. Bei euch geht es hier auch nichts mehr, ne? Nee. Und dann wieder nach oben? Also muss es unten sein. Okay, ihr geht nach unten, ich geh mal nach oben gucken. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, ja. Sag mal, was ist das wieder für ein Rätsel? Ja, ja. Des Rätsels Lösung, bitte. Ja, ja. Hier ist auch kein Computer. Was ist mit Heinz hier? Haben Sie nicht woanders etwas zu tun? Oh, der meckert mich wieder voll, der Mr. Gatzi hier. Hier ist Modus. Ja, das haut aber nicht hin, ne? Du kriegst es wieder raus, Marc. Ich wette, du kriegst es raus. Das kann sehr gut sein. Ich glaube mal an, Marc. Ja, Marc, Marc. Ja, ich hast du es gefunden? Ja, ich hab's gefunden. Was denn? Ding ist hier, du musst diesen ich komm runter. Wieder aktivieren. Genau hier mit der Missionskontrolle zeigen. Also bei mir zumindest. Ja, ja, ich bin mit meinem Freund unterwegs, jetzt hier weiter. So, was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe das Modus-Terminal hier, wo ich stehe. Informationsterminal, habe ich jetzt gemacht? Nochmal aktiviert. Was muss ich da machen? Einfach mit dem Modus sprechen. Ach, da, das Ding nochmal. Ja, ja, genau. Den habe ich aber auch nochmal gesprochen. Zu bringen. Okay. Es hat einiges an Mühe gekostet, diesen Ort zu sanieren. Kann ich dir noch nicht sagen. Also bei mir steht immer noch Sprich mit Modus. Das heißt, ich hier drüben ist ein Modus. In die Anlage vorsichtig. Ja, unsere Aufzeichnungen deuten auf ein beachtliches automatisches Verteidigungssystem hin. Okay. Und jetzt? Befragung nicht verfügbar? Bitte fordern Sie am nächsten Systemterminal Unterstützung an. Ja, ja, genau. Das habt ihr auch, ja? Ja, ja, ja. Ja, und du? Das wo ist hier das System? Also, sag ich dir gleich. Ah, jetzt ist abgeschlossen. Okay, warte. Greife auf die Ausgabe zu. Alles klar, ich muss zur Ausgabe. Hat er mir gesagt. Also, die Ausgabe. Okay, oh, super. Ich muss in der Ausgabe, oder? Nee, das ist ein Spender. Du scheiß Ausgabe. Ah, hier ist die Ausgabe. Das ist meine Ausgabe. Okay. Ja, hat funktioniert. Was hat denn jetzt funktioniert?
Also bei mir hat es funktioniert. Abgeschlossen. Ich habe auf diesen Ständer. Legen Sie einfach das Systemband in ein beliebiges Terminal im Funkaufklärungsraum ein und aktivieren Sie unsere Verbindung. Dürfte für Sie keine allzu große Herausforderung sein. Okay. Das ist so komisch, was, ne? Ja, kann ich. Sie bekommen doch wohl nicht etwa kalte Füße. Also, wir hoffen schon seit einiger Zeit darauf, diese Daten zurückzugewinnen. Ja, ja, steht bei mir auch. Das steht bei mir auch. Super, dann sind ja alle am selben Punkt. So, was, wie heißt das System, Zugangsplan? Gut, dann gehen wir erstmal da lang. Hier. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie eingesammelt haben. Jo. Okay, nochmal wieder hoch. Ihr verschwindet alle vor mir. Ja, ist komisch. Ich von einem von uns die Lippen von innen. So, so, wo jetzt hin? Hier raus. Der Funkraum wird doch wohl das hier sein, ne? Das ja. Hier? Aber hier ist doch kein Terminal. Hier. Ja, ich muss erstmal die Holo-Bänder mir angucken. Systemzugangsband, das muss ja unter den Holos. Wie heißt denn das Holoband? Wie heißt das System? Systemzugangsband. Ich suche das mal. Okay. Holos. Dass man hier keine Suchfunktion hat. Ah, ich hab gefunden, ja, das ist so scheiße, ne? Popipo RS Systemzugangsband, ja. Und dann, was soll man damit machen? Okay. Ah, das läuft. Netzwerkverbindung. Ins Systemterminal. Das heißt, wir müssen das im Systemterminal hochladen. Okay. Alles klar, ungültige Plattform erkannt. Ja, ja. Alles klar. Ja, ja. Aber wo ist das? Das kriegen wir noch hin. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Das sondern in dem Funkraum ist es hier. Hier ist doch kein Computer, ne? Ich sehe hier leider überhaupt gar keinen Besuch. Der meckert hier bloß immer, der Typ. Also, ist das nicht der Funkraum? Nee. Das ist nicht der Funkraum. Wo könnte das denn sein? Oh, das ihr habt den Missionspunkt auch verloren, ne, Leute? Weil ich hab den komplett verloren. Ja, nee, das Band haben wir ja und dann geht's ja, muss ja aktiviert werden. Ja, aber nein. Wo ist? Mhm. Aber bei mir werden komischerweise zwei verschiedene Ziele gerade angezeigt. Eins in 46, eins in 66. Ich meine, mir wird gerade gar kein Ziel angezeigt. Nein, mir auch nicht. Ja, das meine ich. Eins ist unten in 46 Metern, eins ist geradeaus außerhalb der Vault von in 66 Metern. Wie heißt die? Schau ich mal auf die Karte. Einer von uns. Einer von uns. Ja, tatsächlich. Mann, stimmt doch. Das ist da hinten, Leute. Dann lass mal da reisen. Ja, ich seh's auch. Das ist ein Sugar Group. Jetzt habe ich sie aktiviert wieder. Lade das Systemzugangsband. Aus gesehen, das ist im Osten von uns. Wo seid ihr? Nein, das ist woanders. Wir müssen da hinreisen. Dann machen wir das. Wo ist das? Sugar Grove. Sugar Grove, ja. Ja, Sugar Grove. Ja, dann lass mal da hinreisen. Ja, das kriegen wir, das machen wir alles noch hier. Ja, das interessiert mich. Okay. Sugar Grove, wo ist das? 13 Konkur. Es liegt im Osten. Sugar Grove. Leicht nördlich, aber bei dieser Biene. Ja. Bei der Schüssel. Bei ja. Sumsi? Ja, komm, ich markiere das einfach. Ja, bitte schön. Ich Schüssel. Nationale Funkanlage. Ja, ich bin überladen. Ich hab's markiert, ich kann nicht weiß. Scheiße. Ich bin überladen. Ich will kurz mit dem Bisschen raus. Wer seht ihr? Die Markierung sehe ich. Genau, da ist auch. Da ist Sugar Grove. Genau. Sugar Grove. Kommt ihr hin da? Ja, ja, klar. Ich bin auch schon unterwegs. 13 Kronen, dafür habe ich die Krötchen. Wir haben mehr als genug Kohle. Und das kriegen wir noch hin, ne? Ja, locker. Jo. Verdammt, ja. Ey. Oh, das ist auch Knusper, ne? Ja. Ja, man muss auch immer auf die Karte gucken. Manchmal ist das auch. Das habe ich auch gemerkt bei der Mission. Manchmal ist das total abseits, irgendwo völlig woanders. Gar nicht am Meer, ja, muss man immer beachten. Oh, das Spiel ärgert uns heute wieder. Ich bin schon wieder überladen. Ja, so ein bisschen. Oh, glaubst du es denn? Ja, eben, ich habe die Rüstung angezogen. Es ist so klasse, ey. Ah, okay. Dann geier ich ein bisschen bei Thorsten und kann umsonst reisen. Tut mir leid, Thorsten. Ne, wieso? Für dich immer und für Marc. Oh, das ist aber. Aber, ne? Das beruht auf dich. Ich bin überladen, kann ich schnell reisen. Ich bin hier alleine, ich hab da Angst. Auch mit deiner Powerrüstung nicht? Auch mit meiner Powerrüstung nicht. Ach du Scheiße, das ist aber wieder prima. Na toll. Ja. Okay, woran liegt's denn jetzt? Er hat wahrscheinlich die Powerrüstung dabei. 1000 Funktionskerne.
Nee, ich habe nur ich drei. Weiß gar nicht, wie. Oh, ich habe aber auch ganz schön. Aber ich habe die Camps gelevelt, aber ich kann die noch nicht ausrüsten, deswegen wurde ich wieder auf Stufe 1 zurückgesetzt. Ach du Scheibe. Ja, hier ist so ein totales Schweinewetter gerade. Ach so, Moment, vielleicht ist er daran. Ja, auch daran. Ah! Ich, Rotwein. Jo. Du musst diesmal auf den Markt warten. Ey, sag mal, was ist das heute wieder für eine Aufnahme? Ja, aber geil. Ja, furchtbar. Ja, ach, alles gut. Ja, ich bin jetzt locker. Ich komme auch nicht weiter mit meinem Leveln. Ja, weil wir hier nur beim Rätselraten sind, ne? Ich komme. Alles klar, ich mach mal. Ich habe ein bisschen Sprit geschluckt und damit jetzt immer sehr gut, Drogen mit Alkohol zu nehmen. Ja. Drogen und Medikamente. Hm. Ja, das sollten wir doch eigentlich machen. Da schießt wieder einer. Ja, das stimmt. Oh, Scheiße. Oh, hau ab hier. Ja, das ist dieser Mist und Katz. Das ist das Ding, hier bin ich auch schon mal verstorben. Ja, ja, du musst aufpassen. Das ist so eine Kettenreaktion, wenn die Autos jetzt nur probieren. Überlegt mir das. Da ist er. Oh, deine Frau. Oh, du Scheiße. Hoch? Oh, ich dachte schon. Oh, ja, der fliegt auch in die Luft, genau. Junge, okay. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Oh. Die Sachen sind alle zerstört, man. Also, komplette Polken. Ja, gut. Häffler. So, dann. Rein ins Spiel. Wo waren wir auch schon? Ach nö, Leute, nicht mit mir. Nicht mit mir, Kunde. Nicht mit mir, Kunde. Nicht mit mir, Kunde. Wie entspannt das geht, du denn? Was? Hat wohl Jertje von mir, der war nicht abgekommen. Ich guck das mal als aufs Maul. So, jetzt können wir hier rein. Okay, wunderbar. Alter, das habe ich nämlich auch noch nicht gelöst, hier dieses Ding. Ja. Sugar Grove öffnen, genau. Okay. Also, draußen ist schon durch. Ich habe gedacht, die Tür geht so auf, weißt du? Also, ich meine, der ist auch durch die Tür durch. Natürlich ist er auch durch, keine Frage. Also. Natürlich ist er durch. Und auf mich wird gleich geschossen. Oh, oh. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für ein kleines Schwätzchen? Ich lasse mich wieder verbinden. Richtig auch. Muss ich schon sagen. Richtig. So. Wer schießt denn hier noch auf uns? Pferdbussel. Ja, hau ihn um. Der nimmt nur unnötigen Platz hier. Oh, alter Falter. Hau ihn Licht an, warte. Oh, ein Gehuste hier heute, alle aufgeregt. Ja, doch. Das war ein Nisa. Was war das? Das war ein Nisa. Echt? Echt? Wirklich? Das kann ja. Das hat sich aber angehört wie Sterben. Nein, ich Du lebst aber noch, ne? Ja, gerade so eben, ja. Ein Glück. Mann, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Gar nicht. Ich wäre sofort gekommen. Erschienen. Auch das nicht. Was denn? Erschienen. Na, auch das wärst du nicht. Ja, ist aber der Quetsch... Psycho. Ja, wir sind beide dick, was nicht? Ja, okay. Dicke, ich leide an Adipositas. Ja, bin ich in der das Decke? Sieht ganz komisch aus. Ja, weil der Ventilator mich eben bewegt hat, das stimmt. Okay. Guck hier, pass auf. Hier, guck mal. Ausschwärmen, Leute. Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben. Was? Komm, geh gleich los, Jo. Wir sind gleich da, Jung. Ich glaube, wir will uns hier Angst machen. Wir sind gleich da, Jo. Wir machen ihm gleich Angst. Wo bist du? Wo ist er? Keine Ahnung. Ah, da ist er. Hier, General. Du enge Unterhose. Auch hier. Ja, hallo. Ka-ching! Fusionszelle, sehr gut. Der schießt hallo, hier noch auf uns. Sie könnten weglaufen. Ich versuche schließlich sie zu töten. Ach, du Junge, boah, nervt mich.
Hier waren wir doch schon mal drin, oder? Ja, ja, die waren schon. Das meine ich doch. Das mit dem Schlangensymbol, ja, ja, das habe ich doch schon hier. Hier waren wir. Diesmal, ja. Deswegen mussten wir nochmal wieder rein. Ja, genau. Sag mal. Einmal ist das noch zu viel. Na, stimmt. Hast du den endlich zusammengehauen? Wer meckert hier noch? Alter Falter, ey. Gut, hier, ja, irgendwo, warte, hier. Hier sind 1.274.000 Holobänder. Das ist sehr schön. Ja, sieht doch von eins aus. Ja, genau. Wir haben schon. So bescheuert. Lass die Snallygaster hier alle laufen. 9.77. Die muss ich alle nehmen hier. Zeugenbericht zum Monster von Grafton. Der Monster hier stammt von einigen Höhlenforschern, die Hügel durchstreifen, um nach aufgegebenen Grubenfeldern zu suchen. Man stelle sich das vor. Der Klassiker. 1,20 Meter breite Schultern, kopfloses Profil, durchdringlicher Schrei. Sie konnten es gut erkennen. Die Zeugin wusste nicht, was es war, aber die Beschreibung ist detailliert. So. Offensichtlich wurde es vom Spiel Klamautrommel angenommen. Ich nehme Vielleicht ist die Musik der Schlüssel. Klappenplastikpistole, Schaden. Nächstes Hologramm. Welches nehmen wir jetzt? Wendigo, die Snallygaster, der nächste. Beverly Solomon, Kryptidenanalytikerin, 10.04.77. Zeugenbericht zum Snallygaster. Ein weiteres faszinierendes Detail von den Einheiten. Diesmal geht es um den Snallygaster. Das ist für dich, Teddy. Also, die Zeugen hörten ein lautes Kreischen und sahen einen Schatten in den Wäldern vorbeirauschen. Er hat sie angesprungen. Oder vielleicht ist er auch geflogen. Sie suchten in der Hütte eines alten deutschen Siedlers Zuflucht, wo sie vor dem Ding geschützt waren. Und das ist das Faszinierende daran. Es schrie und hämmerte die ganze Nacht lang gegen die Hütte. Doch sie wussten, dass das Heptagramm an der Wand draußen sie schützen würde. Vielleicht sollte ich mir bald ein neues dazu zulegen. Hier gibt's viele von diesen... Ja, 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 das ist das Problem, ne? Ja. Kann ich den Markt verkaufen? Und nächstes, wo ist das nächste? Noch ein Band, noch ein Kryptidenband. Beverly Solomon, Kryptidenanalytikerin, 10.04.77. Zeugenbericht zum Wendigo. Oh, jetzt kommt eine große Geschichte. Okay, diese Sichtung stammt von mir persönlich. Letzte Woche war ich oben in der Skihütte, um mich endlich mal zu entspannen. Die Arbeit aber scheint mich stets einzuholen, denn plötzlich sah ich eine gewünschte Gestalt auf der Piste vor mir. Zuerst dachte ich, es sei nur eine alte Jacke im Wind. Es bewegte sich ziemlich schnell, also versuchte ich auszuweichen. Als es näher kam, konnte ich es besser erkennen. Es muss 3 Meter groß gewesen sein, aber es bestand nur aus Haut und Knochen wie ein toter Hund. Es hielt den aufgebrochenen Schädel eines frisch erlegten Hirsches in den Händen und fraß davon. Als ich dann vorbeifuhr, fuhr mir die Kälte durch Mark und Bein. Ich dachte mir nur, Beth, was für ein Glück, dass du dir vor dem Trip hier dieses Tattoo hast stechen lassen. Ich bin gespannt, was ich wohl als nächstes sehen werde. Hier müssen wir das Holoband laden, ne? Ja, wahrscheinlich. Glaskugel. Aber leider wird er gar nicht angezeigt und das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, das heißt, wahrscheinlich haben wir wieder alle verschiedene Positionen, wo wir das Holoband reinschieben müssen. Das könnte sein. Und bei mir wird die Quest... Ach nee, das, warte mal, das ist Thorsten. Bei mir wird aber nicht, weil... Ist der Grund? Weil der Questpunkt mehr angezeigt. Das ist immer, ist immer noch ein Typ da oben. Boah, was denn da los, Mann? Der soll Ruhe geben. Sag ihm das mal bitte. Ja, was will der von? Wir kommen jetzt erstmal wieder runter. So, wie heißt das System? Schieß mich, Totski, ne? Systemzugangsband. Genau, Zugangsband und auf ein System. Genau. Was ich so gut finde, ist, dass das hier tatsächlich dann überhaupt nicht geordnet ist. Ja, das ist sehr, sehr... Also. Ah, okay. Hm? Alles klar. Ich habe hier einen Terminal auf jeden Fall gefunden und ich probiere das direkt mal aus, ob es funktioniert. So. Schau mal. Ja. Ich kann das hier gar nicht finden. Also ich finde, aber das ist hier gar nicht mehr sortiert, ne? Nee, ist nie. Das ist, das ist ja bescheuert hier am Computer. Das finde ich total bescheuert. Total alphabetisch. Ja, das hier. Ist hier, das ist das ja. Das, ja, ja. Hier habe ich es gefunden. Ich habe es geladen. Lade Holoband, bitte warten. Externe Verbindung einleiten. Ja. Systemzugangsband entfernt. Aha.
Irgendwas habe ich jetzt. Ja, gut, dann mache ich das auch noch. Abgeschlossen. Ah. Aha. Ich muss das auch noch machen. Oh oh, was ist passiert? Das haben wir noch nicht gemacht. DEFCON 1 haben wir. Na, 0 hier gerade. Marc ist noch beim Hacking, das sieht total geil aus. Ah, oh, ich schieb dich immer noch. Mit seiner Grubenlaterne. Das muss ich mir mal angucken, das sieht total cool aus. Automatisch Eingrabtruppe wird entsandt. Hast auch? Ah, mein ja. Sammle-Modus, verlorene Dateien. Ja, einer von uns. Auch. Yeah! Geil. Deine Verbindung ein Leitung gleich explodiert. Ja, so hört sich das an. Ja, aber wirklich. Du dein Offenbein gefallen tun und dich umlegen lassen willst, übernehme ich das gern für dich. Aua. Quincy, okay. Also, weil du das jetzt gemacht hast, musst du das machen. Sammle Modus, verlorener Daten. Okay. Achtung! Oh, scheiße, ja. Legendär. Ah, ich muss mal ein bisschen wieder hin. Den anderen nicht erschießen hier! Das ist der Überbrückungsgazi. Ich hab jetzt noch einen. Jetzt ist er down. So, jetzt ist er down. Jetzt, die sind wichtig hier. System überbrückung aktiv. Ihnen wird nichts zu. Er stottert ein bisschen, aber ihm geht's gut. Ja, das ist. So, was müssen wir jetzt machen? Sammle Modus, verlorene Daten. Oh Gott, wo müssen wir da hin? Passen. Muss mal auf die Karte gucken. Wo müssen wir da hin? Da ist es gerade selber nicht. Ich muss selber suchen. Ja, Leute, wir sind eh über der Zeit. Oh. Ja, aber das ist nicht mehr. Das kann ich, also ich habe hier tatsächlich nichts drauf. Ja, ich habe auch nichts drauf. Immer wachsam? Nö, keine Ahnung. Was müssen wir jetzt machen? Ja, müssen wir jetzt hier noch was einsammeln oder was? Ich will nicht makaber sein. Hier ist da irgendwie noch ein Roboter, der nicht. Ah, es wird tatsächlich hier angezeigt, wo wir sind. Das muss hier sein. Ja? Sammle Modus, verlorene Daten. Ja, alles klar. Ja, da. Okay. Dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Das wird hier angezeigt? Wo ist denn das? Gib mir doch jemand ein Ziel, auf das ich schießen kann! Lassen Sie sich von der Verführung. Nee, den hier nicht. Genau. Hier ist irgendein Gegner. Okay. Also bei mir wird nichts angezeigt. Ja, mir wird auch nichts angezeigt. Sammle Modus, verlorene Daten. Warte mal, da wird was angezeigt. Ja, ich hab's. Ja? Ja. Warte. Es ist diese Archivausgabe hier. Bist du hier gesagt, hoch irgendwie? Wir bist du hier ja, hoch? Hier oben als da. Ja, ja. Hier müssen wir einfach mal dran gehen. Zack! Nudel ist dran. Ich wollte die 38er Munition hier einsammeln. So, hat funktioniert. Super. Klasse. Ja, super geil, ey. Was sammelt man denn hier ein? Ja, und dann die Anweisung. Erst an den Terminal oder was? Spring zurückbringen. Ach du Scheiße, wieder zurück. Shocker Pros? Ach du Heiligst. Wieder zurück. Na klar, werden wir hier Freunde. Ah, okay. Und jetzt wieder zurück. Da fliegen die Geschosse durch die Gegend. Also einfach. Ja, ich bin hier. An dem Terminal, ja. Warte, ich bin da. Warte, ich muss das mal raus hier. Ja? Archivalt. Jetzt hat Kashing gemacht. Wo, hier, an dem Zimmer? An dem Archibald hier, neben mir. Den. Nicht an dem gelben. An dem grauen hier. Hier. Da den er kaputt haut, ja? Ja, genau da. Gut. Hier passiert nichts. Alter. Okay, ich muss schon bei Bringe die Anweisung nach White Spring zurück.
Ja, habe ich auch. Ja, nur leider. Ich sammle verloren. Ich habe hier überhaupt nichts angezeigt. Ja, okay, dann bei dir wieder woanders. Ja, hast du anders. Sammle steht immer noch, lade den Systemzugangsband auf einen, das habe ich gemacht. Und jetzt steht hier Sammle Modus verlorene Datei. Ja, ja, dann muss es bei dir bei einem anderen Ausgabe gelegt sein. Aber so. Immer verschieden. Ja. Dann, wir helfen dir auf den Versuch. Ich weiß bloß nicht. Ich guck gerade. Ich weiß auch nicht. Find hier auch nichts auf der Karte. Auch, hier ist ein Feind. Das ist ja hier Platz. Aber ich glaube, du bist auch ein. Ich weiß aber nicht. Oh, ich bin ja schon ziemlich. Ja, ja, ich bin so gut. Ist hier was? Was? Ist hier ein Ausgabe gewesen? Geht da los. Hier ist noch, oh, hier sind noch 1.247.000. Oh Gott! Leeres Holoband. Ja, du brauchst alles. Oh, verbessertes Forschungsterminal. Warte mal. Sugar Grove Intramehl. Das hilft dir alles nicht. Du hast hier keine Aufgabe gegeben. Du brauchst so einen grauen Kasten. Und so einen müssen wir noch mal finden. Alter Vater, ja. Keine Ahnung, wie das sein könnte. Tja. Ja, ich weiß es selber nicht. Dann geht ihr mal da lang. Ich gehe hier. Alles leere Holobänder, ja, ja. Ja, ja, ich schau mal hier. Ja, dann wird schon Bescheid passen können. Keine Ahnung. Kann es gar nicht erwarten, dich zu finden. Damit ich dich als persönlichen Gefallen. Das ist ein Ding, doch. Schutzprotokoll aktiv. Sie können Ihre Sammelaufgabe. Ah, okay. Was? Ist gefunden? Ich glaube. Ah, Moment. Ja, ich habe Thorstens Ausgabesystem gefunden. Alles klar. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Lototo? Ich komme, ich erscheine. Ah, ich sehe es jetzt. Jetzt sehe ich es. Klasse, ja, super. Ne, hier. Ja, jetzt sehe ich es aber jetzt. Jetzt sehe ich auch den Punkt hier leuchten. Genau, und da ist er. Da hinten. Alles klar. Also. Gott, alles klar. Danke dir. Bitte schön. Super, gell. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Modul, ja. Modular Anweisung oder Modulanweisung hinzugefügt. Bringe die Anweisung zurück nach White Springs. Alles klar. Schnellreise? Ja, gerne. Alter Falter, Mann. So, müssen wir da zum Bunker hin, oder was? Ja, du musst zurück zum Bunker. Ich bezahle die Reise. Was, wer bezahlt die Reise? Ich bezahle die Reise. Oh, endlich mal. Was? Was? Nee, ich hätte die auch bezahlt. Was? Ich habe genug Kohle, ich du. Ich komm da noch vorbei. Ich Nein, oh, Scheiße. Das, du, Martin, das ziehen wir noch durch hier, ne? Ja, okay. Ich danke du. Ich dunke die. Ich dunke die? Ich danke dir? Ja, klar. So. Du Scheibe. Och, ich klappt das. Ich bin jetzt hinterher gespawnt. Ja, die Mission kann jetzt nicht mehr lang sein, weil die manchmal länger, aber 43 Minuten, ey. Nee, Leute, das ziehen wir durch. Das ist Pech. Da müssen wir echt durchziehen, weil das ist echt eine coole Mission. Schön ein Stück. Da kenne ich noch jemanden, der ab und zu mal überzieht. Ich nicht. Nein, den meine ich jetzt auch nicht. Ach so. Oh. Ah, ein bekannter, zufällig ein bekannter YouTuber. Ja, ein bekannter YouTuber. Ah, ja, okay. Ganz aber berühmter sogar. Mit seinem besten Kollegen, ne? Ja, ja, genau der. Seid ihr schon? Irgendeiner ist. Psycho Dad? Wo bist du? Ah, hier. Ja, alles gut. Ich bin der. Wo ist Marc? Ja, Moment, ich muss erstmal immer mein Übergewicht noch ausgleichen. Da ist ein Marc, der. Du bist doch gar nicht so adipös. Boah, Adipositas. Ich bin schon wieder adipös. Und ich hab schon wieder Durst. Ja, schon wieder. Boah, Leute, ich hab voll. Boah, ich hab voll ach, den Kohldampf. Hast du bisschen was zu essen? Ja! Ja. Super nett. Jung, danke. Natürlich. Danke. Natürlich. Ist aber nett. Das ist so nett, Mann. Natürlich. Warte. So, Martin. Ich hab hier mal eine Tüte hingepackt. Jetzt hat er schon wieder eine Tüte hingepackt. Alles klar. Hier irgendwo da. Ja.
Danke dir, super. Oh, so viel, danke. Ich habe noch mehr davon. Geil. Reicht, bis das Wahnsinn. Achso, ich müsste auch mal. Das ist eine aber hey. Super, ja, aber das Geile ist, ich habe die dreifache Wirkung drauf, also richtig. Ja, ist doch gut, das ja, ist doch perfekt. Ich muss auf die dreifachen TP und so weiter, das ist richtig cool. Mhm. Das ist richtig schön. So. Dann gibt's ein Zulügen. Nochmal so. Vorbei an irgendwelchen Todeskrallen. Was? Nochmal vorbei an Todeskrallen und was ist nicht. Ach ja, da müssen wir auch nochmal. Ach, stimmt ja, mussten wir auch nochmal durch. Das ist schön. Wochen später, Ladebildschirm. Oh, ist das der Hammer, ey. Cool. Ja, Leute, das tut mir leid, das ist ein bisschen Überlänge jetzt hier. Ja, ja. Aber vielleicht schneide ich die wichtigsten Stellen auch raus hier. Ja, die wichtigsten sind immer raus. Danke. So. Ach, du Leute. Dann schneide ich die wichtigsten Stellen raus. du bist nicht im Kanal. Psycho? Ja, ich bin unterwegs. Mein externes Laufwerk. Alles klar. Mein externes Laufwerk. Warte mal, wir warten erstmal auf Psycho Dad. Ja. Nur keine Todeskrallen. Er wieder. Du. Ja. Die wollt's auch mal aufmachen, der Marc. Ja, ich hab's schon zum zweiten Mal aufgemacht. Einmal sogar schon von innen. Vorhin. Was, von innen? Ja, von innen. Kann man von innen hab ich das noch nie gemacht. Ja, geil. Hier oben hab ich noch nie geguckt. Stimmt. Und weiter geht's. Wir wollten mal hier oben gucken. Mann. Hier ist oh, unwahrscheinlich. Hier ist zwar nicht viel, aber wenig. Kann ich schauen. Ein Bunsenstativ drin. Und hier ist zwar nicht viel, aber wenig. Wow, ein Mikroskop. Hier ist noch ein Rechner hier oben. 10 mm Automatikwaffe. Ein Stuhl. Ein Stuhl. Eine Hulda von Stulder. Stulder ist Hulda, ist da. Hulda Stuhl. Ja, Telefon, abgehendes Flammbad. Stange Zigaretten. Bleistift. Zigarette? Im wow, geil. Richtigen Leben würde ich mich wahrscheinlich drüber freuen. Aber das denke ich mir. 10 mm. Originalverschleißer, ja. Wunderkleber und Schachbrett. Bleistift. Skill 1. Sie können doch mal Kasching machen. Sag mal, hilft mir nur mal morgen jemand beim Küchen renovieren? Ist ein bisschen weit, sonst gerne. Oh, wir können toll. Dich unterstützen in der Dreierkontrolle. Seelisch, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Könnte ich anfeuern. Das ist nett von euch. Fahren wir hier unten schon, ne? Schneller. Ah, ich gehe ja schon. Mann, durch, zack und steh. Los, kommt. Wo müssen wir lang? Da lang. Müssen wir hier lang? Fahrstuhl. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Tag. Oh, mein Gedränge hier. Die hat schon keinen Bock auf. Die hat keinen Bock auf uns gehabt, ne? Also, ach du Scheiße, drei Männer. Und alle in einem Fahrstuhl. Das war cool. Das geht nicht. Also, legen Sie die Anweisungen muss ich jetzt hin? In den Kollektor. Ja, mach ich. Ich lege ihn. Modulanweisung entfernt. Modulanweisung entfernt. Ja, und jetzt? Jetzt können wir da hinten durch. Abdel? Alle durch? Alles klar. Marc noch? War der Psycho denn? Ja, alles klar? Ja, ist ja, immer noch rot hier. Es ist immer noch rot. Was bei mir jetzt? Ist aber auch entfernt. Auf den Moment. Greife zur Ausgabe. Greife auf die Ausgabe zu. Auf Ausgabe zu. Oh, wie auch, ey, ganz ehrlich. Wo ist die Ausgabe? Hier hinten. Hier ist die Ausgabe. Hier ist die Ausgabe. Oh, sag mal, die verschiedenen Ausgabeautomaten. Verbindungsmodul. Haben unsere Hardware für den Anschluss. Was denn nun noch? Da hinten. Und damit den Kontakt zu unserem wichtigsten System draußen bestimmt. Unmöglich. Ich will das hoffen, dass es irgendwo in White Spring draußen ist. Es ist die Kovac Maltun Orbital-Plattform. Ein wachsames Auge. Wo ist die Schale? Das Appalachia stets Alter Falter. Martin, komm in den Fahrstuhl. Martin, komm schnell in den Fahrstuhl. Oder du noch. Ja, hier sicher. Schön warm und trocken. Um unsere Verbindung ein für alle Mal wo denn jetzt noch? Zu sichern. Ja, ich hab grad geschaut. Unsere Aufzeichnungen enthalten Daten über mehrere Anlagen in der Region mit Verbindungssystemen für wo jetzt? Dieses Gerät. Das wird eine Überlänge. Ja,
Da ist es doch schließen Sie dieses Gerät an die von uns festgelegte Konsole an. Keine Ahnung, wo das ist. Dann dürften unsere Modifikationen die gewünschte einwandfreie Verbindung herstellen. Wir raten Ihnen allerdings einen gewissen Abstand zu halten. Du auch nicht, Marc? Nee, bisher noch nicht. Toll. Aktiviere das Verbindungsmodul an der Anschlussstelle. Wo ist die? Ich würde ja fast sagen, die ist draußen, aber nicht weit weg draußen. Ah, ja, jetzt. Du hast sie, ne? Ja, ich hab's gefunden, aber es ist nicht draußen. Es ist tatsächlich wieder. Es ist tatsächlich wieder an diesem Scheißort. Nee, ne? Was? Ja, doch, tatsächlich. Es wird tatsächlich auf der Karte angezeigt, wenn ich drüber gehe. Das ist hier. Oh, dann mache ich jetzt aber erstmal einen Aufnahmestopp hier. Ah, ja. Das ist ja wegen, ja, aber das ist also eine Überlänge. Ja. Okay, aber das ist zu drastisch jetzt. Ah ja. Mann. Die 50 Minuten, fast eine Stunde. Gerade. So, hallo. Ja, genau hier finde ich. Ja, wieder da, ne? Ja. Dann möchte ich mich erstmal wieder recht herzlich verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.